Fußrasten wie bei einem Cruiser, ein Motor wie aus einem Naked Bike, Reifen wie von einem Auto und ein Rahmen wie von einem Schneemobil. Der Can-Am Spider F3 heute mit dem RT im Test bei Motorchecker. Das und mehr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, nach dem Feedback zum Ryker haben wir uns nun endlich die Spiders geschnappt. Die zwei hinter mir stehenden sind einmal die Goldwing der Spider Family und einmal das sportliche Naked Bike aus der gleichen Familie. Es sind keine Motorräder, es sind kostentechnisch definitiv auch nicht die günstigsten Fahrzeuge wie der Ryker. Doch die Frage ist, wohin geht der Weg mit diesen Fahrzeugen und was können die wirklich? Ich probiere es für euch aus und das machen wir aber im Fahren. Los geht's! So, Freunde, schon sitze ich auf dem Spider drauf. Ein Fahrzeug, auf das ich mich sehr gefreut habe, auf das ihr euch auch gefreut habt nach unserer letzten Berichterstattung über den Ryker. Habt ihr gesagt, okay, Spider musst du auch ausprobieren. Wir haben heute sogar den RT dabei, aber ich hätte gesagt, wir fangen mal bei dem an, was gleich ist und was was Besonderes ist. Denn der Motor hier ist direkt von Rotax und das ganze Spannende ist, dass der direkt hier in Gunskirchen produziert wird und entwickelt wurde. Also der wurde hier komplett von Rotax gefertigt. Wir haben hier einen Dreizylinder verbaut mit 115 PS. Es gab auch mal eine schwächere Version, die gibt es aber jetzt nicht mehr, die haben sie eingestampft. Und mit der Version schiebt es auch ordentlich an. Das ist mehr Leistung und definitiv mehr Drehmoment als der Ryker. Dafür wiegt aber natürlich einiges mehr als der Ryker. Der Ryker ist doch der sportlichere von den zwei. Wichtig, Freunde, wir haben hier Semi-Automatik. Das heißt, wir haben hier keine Kupplung. Wir haben hier aber doch die Notwendigkeit, dass wir nach oben schalten müssen. Nach unten schalten tut es ab einer gewissen Drehzahl dann selbstständig ohne Mitwirken von uns. Wir haben aber vollen Zugriff aufs Schalten und wir können daher auch ganz viel machen mit dem Fahrzeug und können hier auch niedertourig unterwegs sein. Hier in der 6. können wir ganz entspannt cruisen, können hier durch die Kurve fahren ohne viel Troubles. Da muss man sagen, er lässt sich sehr gut fahren, auch niedertourig. So, Freunde, andere tragen ja die Rolex am Arm, ich trage mein GPS-Messgerät am Arm und ich habe für euch ein Ergebnis. 50, 120 km/h, drei Messungen bin ich gefahren. Die beste war 5,914 Sekunden von 50 auf 120. Wir haben gerade mal 142 Meter für die Distanz gebraucht. Und natürlich für alle Leute, die das natürlich noch näher interessiert, habe ich natürlich noch mehr Werte. Wir haben von 50 auf 100 km/h nur 4,214 Sekunden gebraucht und unter 100 Meter 90 Meter hat es gedauert, bis wir die Geschwindigkeit erreicht haben und man merkt schon, das drückt an. Im Motorradbereich ist es im unteren Feld, ist es ungefähr bei der Indian Super Chief Limited, bei der BMW R18 angesiedelt. Wir sprechen hier natürlich von einem höheren Gewicht, aber Achtung, eins sei dazu gesagt, der kleine Spider ist teilweise leichter als so manch ein Harley-Davidson Motorrad und das sollte man sich dann doch auf der Zunge zergehen lassen. Zurück zum Fahren. Das ist so ein bisschen wie so ein Haifisch, ein bisschen Haifisch-Skorpion-ähnlich gefühlt. Also das finde ich irgendwie geil. So fühlt sich gut an. Gut anfühlen ist aber auch das richtige Stichwort, um über das Fahrwerk zu sprechen, beziehungsweise auch über die Lenkung. Denn da ist auch einiges anders als beim Ryker. Wir haben hier beim Spider serienmäßig immer Servolenkung verbaut. Das macht das Fahren noch ein bisschen leichter und vor allem das Lenken fühlt sich leichter und entspannter an. Das ist super angenehm. Man muss aber sagen, im ersten Moment, wo ich jetzt nicht dran gewohnt war, war es für mich so, irgendwie ist das instabil so. Aber jetzt, nachdem ich einige Meter mehr damit gefahren bin, merke ich so, nee, das ist nicht instabil, sondern es ist einfach nur leichter zu lenken und einfach entspannter in die Kurve zu bewegen. Wichtig, ich fahre hier mit dem Sachs-Fahrwerk, das heißt, wir haben vorne Sachs, hinten Sachs, soweit ich weiß. Und wichtig auch, das gibt es natürlich im Zubehör wieder mit Fox. Da muss man dazu sagen, es gibt fast alles hier im Zubehör und das ist ziemlich geil, weil du kannst dir den schon ziemlich stark customizen. Man kann hier vom Fahrgefühl definitiv eins sagen. Es ist im ersten Moment etwas nervöser gewesen, im zweiten Moment erweckt es aber viel mehr Vertrauen, weil ich das Lenken viel einfacher in der Hand habe und nicht so viel Gegenwehr habe. Durch die Servolenkung komme ich halt hier einfach leichter um die Kurve rum, mit weniger Kraftaufwand und es ist entspannter. Fahrwerk an sich ist straff
finde ich, aber trotzdem komfortabel genug, dass man hier cruisen kann. Man muss sagen, bei der leichten Version, die ich jetzt fahre, da ist der Sitz auch eine echte Couch und wir fallen richtig in eine Sitzkuhle hinten rein. Die hat so eine Kuhle, in der sitzen wir drinnen und da sitzen wir auch schön bequem ins Fahrzeug integriert und können hier gut arbeiten. Der Lenker ist relativ hoch oben und wichtig, Freunde, die Fußrastenanlage kann man sich einstellen lassen, nur da braucht es dann einen Händler dafür, die kann man aber individuell auf seine Größe anpassen. Das ist nicht so wie bei einem Motorrad, wo man nur eine verstellbare Fußrastenanlage anbringen kann, sondern hier kann man wirklich die Fußrastenanlage, die so ein bisschen wie ein Cruiser-Bike ist, verändern, so dass man passend für seine Körpergröße das Ganze hat. Und eins muss man schon sagen, es schaut halt nicht super sexy aus, wenn man von hinten auf das Fahrzeug drauf schaut, wenn man durch die Kurve fährt. Man muss aber sagen, man kann hier gut Knieschuss fassen. Ich bin 1,80, 1,83 groß. Das ist für mich in Ordnung und auch komfortabel genug. Größe ist noch ein wichtiges Stichwort. Wie groß musst du sein, um auf dem Spider Platz nehmen zu können? Und da muss man sagen, relativ klein kannst du sein, weil du halt eben die Einstellmöglichkeit hast und weil du hier einfach genug Spielraum hast, dass du auch als kleinere Person raufkommst. Die Frage ist nur, ist der Spider schneller in der Kurve als ein Motorrad? Das sollten wir mal mit einem vergleichbaren Motorrad ausprobieren, wer schneller ist. Kann man mal bei Gelegenheit machen, wenn ihr Bock drauf habt. Schreibt das gerne in die Kommentare, dann probieren wir das sehr gerne für euch aus. So Freunde, und während ich jetzt hinter den Autos hinterher düngel, werde ich einfach mit euch rummarschieren auf in den Walkaround. So Freunde, jetzt marschieren wir rum und ich habe hier auch die große RT-Version stehen, aber ich hätte mal gesagt, wir fangen beim sportlicheren an, beim Spider F3 von Can-Am. Fangen wir mal an von der Positionierung, vom Aussehen her, hat es natürlich etwas von einem Schneemobil. Es ist aber eher ein anderer, also es ist ein komplett anderer Rahmen. Es hat eigentlich in der Grundbasis nichts mit einem Schneemobil zu tun. Und hätten gesagt, wir schauen mal ran ans Motorchen, an unseren Dreizylinder, an unseren Naked Bike Motor, den wir sozusagen haben könnten. Hier findet man nicht etwas Spannendes. Das hier kann man von der Position ganz einfach einstellen lassen vom Händler, wo diese Fußrasten sein sollen, damit es einfach dann optimal auf den Fahrer abgestimmt ist. Und auch große Sozius-Rasten haben wir hier verbaut. Hier auch dann direkt der Spritzschutz, dass der Fahrer nicht komplett nass wird. Auch hier die Reifen sind alle extrem verbaut, dass man sozusagen nicht zu viel Dreck abbekommt. Wir haben ziemlich geile Felgen, auch glänzend schwarz mit Brembo-Bremszettel. ABS ist übrigens überall verbaut. Es sind mehrere Sicherheitssysteme hier verbaut, die euch verhindern, dass etwas passiert. Aber man spürt auch, wie man fährt. Und das zeige ich euch jetzt hier in einem kurzen Extra-Clip, den wir gemacht haben während den Fotoaufnahmen. Ab geht's. So Freunde, wir fahren gerade Fotokurven. Und da merkst du halt dann auch bei engen Kurven, dass du die Grenzbereiche hörst. Du hörst bei ihm ganz klar, er sagt dir, wann das Limit erreicht ist, aber er sagt dir, interessanterweise, vorne am Vorderrad, eben immer das überbelastete Vorderrad, da hörst du dann, okay, passt, du hast den Grenzbereich erreicht, da musst du aufpassen, da musst du vorsichtig werden. Das spürst du auch und die Elektronik greift dann auch relativ zügig ein und verhindert dann auch Schlimmeres beim Fahren. Das ist eigentlich ganz interessant und was auch spannend für euch noch ist, ist das Rückwärtsgang reingeben. Das ist nicht, wenn man ehrlich ist, ein bisschen hakelig. Das könnte ein bisschen smoother funktionieren. Also stehen bleiben, zack, nee, Entschuldigung, das da drücken und so. Jetzt bin ich hier drin. Ich muss immer meine Hand vom Gasgriff nehmen, um hier den Rückwärtsgang reinzugeben. Das nervt ein bisschen. Aber sonst eigentlich ganz handlich. Und ihr merkt auch hier beim Wegbeschleunigen, was das für ein Durchzug, für ein Drehmoment hat. Das ist richtig lustig, hier entspannt mit dem Drehmoment zu fahren. Und man merkt hier auch gerade wieder, es schiebt über das Vorderrad. Da hat man es gehört, dass es sozusagen nicht weitergeht und dass man dann einen Gang zurückschalten sollte und vielleicht mal überlegen sollte, vielleicht ein bisschen gerade zu viel. Und wenn man hier dann auch scharf reinbremst, dann merkt man auch, dass ein bisschen Unruhe ins Fahrwerk reinkommt. Gerade bei schwierigen Geschichten ist das dann natürlich schon spürbar, wenn man eben diese Kurven fährt, zum Beispiel so wie es wir hier machen. Man muss also dazu sagen, ganz ehrlich, normalerweise ist keiner so deppert wie wir, dass man da sowas macht, sondern das ist eigentlich eher was Entspanntes zum Fahren. Wir fahren wieder rein, wir ankern, wir merken, dass wir einfach natürlich doch ein bisschen mehr Unruhe im Fahrwerk haben, als wir haben wollen. Und man spürt, wie man übers rechte Rad, in dem Fall jetzt drüber schiebt so ein bisschen, aber die Elektronik dann doch einen wieder zurückholt und Schlimmeres verhindert. Und damit ist es natürlich auch dann gut mit dem Bericht,
Das ist so ein kleiner Nachtrag von dem Ganzen. Vorne haben wir natürlich auch etwas Besonderes bei dem Fahrzeug. Wir haben hier ein Fach bekommen, das man aufmachen kann. Wenn man hier reindrückt, zack, dann öffnet sich das vorne hier. Ja, perfekt, ich habe es mir gemerkt. Da vorne kann man sogar noch einen kompletten Helm hineingeben, wenn man einkaufen geht oder sonst irgendwas. Ist aber ein bisschen friemelig, wenn man ehrlich ist. Ich habe da jetzt schon ein paar Mal Probleme gehabt, dass es zugeht. Jetzt ist es wieder zu. Wir haben hier noch keine LED-Scheinwerfer. Wir haben wieder auch hier noch nicht das teure Fahrwerk, das Fox-Fahrwerk. Das ist nochmal ein Ticken geiler. Ich würde gerne mal mit Fox-Fahrwerk fahren. Wie viel das in der Stabilität nochmal verändern würde in den Kurven. Ob das auch Grenzbereich bringt in den Kurven. Wäre mal interessant, was man mit dem anderen Fahrwerk machen kann. Auch natürlich hier drüben ist Bremme verbaut. Bei ihm ist natürlich komplett identisch, aber er ist jetzt gleich Thema. Jetzt machen wir zuerst ihn fertig. Wir haben hier noch kein Windschild verbaut. Das ist aber auch eine Option, die wird es geben. Man kann hier auch ganz normal tanken. Früher war der Tank mal irgendwann unter dem Sitz. Der übrigens super angenehm, super bequem ist. Richtig geiles Teil. Tachoelement, muss ich gestehen, bin ich kein großer Fan. Komme ich bei den Details am Rande nochmal zu sprechen. Auspuff ist relativ niedrig gehalten. Auch interessant, aber der Sound, ihr habt es eben im Video gehört, lecker. Hinten haben wir einen Autoreifen drauf. Das ist ein echt fetter Reifen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Diavel. Muss hier sagen, dass die ganzen Themen wie Wartung, Service-Themen doch etwas ins Geld gehen können. Das war einer der größten Kritikpunkte aus dem letzten Video und die Reifen sollen angeblich auch nicht die günstigsten sein. Das ist halt einfach der Preis, den du bezahlen musst, aber bei dem Grundpreis, sage ich mal, macht das auch das Kraut nicht fett. Hinten muss man sagen, typisch kanadisch, typisch amerikanisch, etwas großdimensionierte Blinkerchen, etwas unnötig, aber ja. Soziusbetrieb. Soziusbetrieb ist bei Motorrädern immer ein großes Thema, weil es einfach meistens unbequem ist bei den meisten Motorrädern. Hier ist es super bequem, ist jetzt eh schöner Platz. Hinten, das ist übrigens Zubehör, kann man sich als Sozius auch anlegen, kann man sogar schlafen wahrscheinlich drauf. Noch bequemer wird es natürlich dann, wenn man die RT-Version nimmt. Die hat dann nochmal mehr Features verbaut und die möchte ich euch auch gleich mal zeigen. Grundsätzlich mal viel bequemer. Wir haben hier Trittbretter, die entkoppelt sind, damit die Schwingungen in den Füßen nicht so stark sind. Finde ich super geil. Einen fetten, bequemen Sitz. Heizung für die Hände. Heizung für den Sitz. Vorne, hinten. Und, was ich interessant finde, es werden hier diese Griffe dann beheizt. Wie geil ist denn das für ein Sozius? Musikanlage haben wir natürlich hier auch verbaut. Für Motorradfahrer würde ich jetzt böse behaupten, das ist die Goldwing der Riker-Family, Spider-Family, der Can-Am-Family. Das ist die Goldwing der Can-Am-Family. Ich glaube, das passt am besten dazu. Wenn wir uns draufsetzen, haben wir hier auch dann schon ein ordentliches Display-Element verbaut. Nicht mehr so etwas Einfaches wie da drüben. Hier drüben sieht man schön, wir haben eine Tankanzeige, eine ordentliche, eine Temperatursanzeige. Wir haben hier ordentliche Drehzahlanzeige, wir haben hier Ganganzeigen, wir haben hier auch nochmal die Menümöglichkeiten, dass wir hier herum navigieren im Menü. Aber das möchte man jetzt eigentlich nicht. Aber bevor wir jetzt ins Fahren zurückspringen, möchte ich nochmal eins sagen, was vielleicht so ein bisschen wichtig für euch da draußen ist. Grundsätzlich mal denkt man immer so, das sind komplett identische Fahrzeuge, da sind noch Koffer dran geschraubt und that's it. Sondern nein, so ist es nicht ganz. Man hat schon früher zwei unterschiedliche Rahmen gehabt. Es sind auch jetzt hier wieder einige Änderungen an den Fahrzeugen dran gebaut. Das ist ein Fahrzeug, was schon länger in der Form produziert wird. Der hier ist eigentlich, ja, kann man sagen, noch relativ neu am Markt und sozusagen nochmal ein überarbeitetes Modell im Vergleich zu ihm. Er hat aber auch den neuen Rahmen, also das mit den Rahmen ist ganz interessant, aber das erkläre ich euch ein anderes Mal bei einem detaillierteren Video, wenn ihr euch das wünscht. Ich habe gesagt, wir springen erstmal zum Fahren. Zurück aus dem Walkaround geht es natürlich dann um Kupplung und Bremse. Und hier muss man sagen, bei der Kupplung und bei der Bremse gibt es sehr viele Unterschiede zu einem klassischen Motorrad. Wir haben hier zum Beispiel keine klassische Kupplung. Wir haben hier Semi-Automatik, das heißt, wir haben hier unten unseren Plus- und Minus-Knopf. Den kann man drücken, rauf, runter und wir können zum Beispiel auch hier ganz normal in der fünften oder in der sechsten herum nudeln. Und wenn wir dann die Leistung brauchen, ziehen wir am Hahn, dann kommt die Drehzahl und dann können wir schon wieder rausziehen. Was ich als Einsteiger, als Spider-Fahrer etwas vermisse, ist eine Drehzahlanzeige. Wir haben zwar eine Drehzahlanzeige hier verbaut, aber das ist halt mit keinem roten Bereich. Und ich tue mir einfach leichter, wenn ich sehe, ja, ich komme kurz in den roten, kurz vorm roten Bereich, schalte ich, zack, rauf, durch. Man hört es natürlich auch, wenn man darauf achtet, aber gerade für Fahranfänger oder für Neulinge in dieser Spider-Welt könnte das vielleicht ein bisschen ein Problem sein. Bei der RT-Version ist das aber dann natürlich serienmäßig schon verbaut. Bei den Bremsen muss man sagen, macht der Spider wohl alles richtig. Wir haben hier drei Brembos, zwei vorne,
eine hinten, und wenn man hier ins Fußpedal tritt, dann bremst das auch ordentlich. Gefühlt verzögert es vorne stärker als hinten. Ich schätze mal 60-40, ganz sicher bin ich mir aber nicht. Klar sollte aber auch sein, jeder Motorradfahrer greift hier ein paar Mal ins Leere, bis er checkt, die Bremse ist auf seinem Fuß, weil die Motorradfahrer sind es halt einfach nicht gewohnt, oder wir sollten es gewohnt sein, die meisten sind es aber nicht, mit der Fußbremse zu arbeiten. Und ja, hier musst du aber, hier kommst du nicht mehr drum herum, hier musst du mit der Fußbremse arbeiten. Bei den Details am Rande gibt es auch einiges zu erwähnen. Wir haben natürlich hier einen Rückwärtsgang, wir haben hier eine elektronische Handbremse und wir haben hier natürlich auch wieder einen Notknopf, Notaus, Warnblinker und natürlich auf Abblendlicht sowie die Schaltung, die ich eh schon besprochen habe. Das Display-Element, muss man ganz klar sagen, ist eher, ja, so mäh. Wir haben zwar eine Temperaturanzeige, eine Tankanzeige und eine klassische Geschwindigkeitsanzeige, eine Drehzahlanzeige und aber auch, was man nicht vergessen darf, wir haben hier wunderschön auch immer noch eine schöne Anzeige, welchen Gang wir sind, ob wir schalten sollen oder nicht. Wir können hier natürlich rausziehen. Ihr merkt schon, das macht durchaus Laune, ist aber doch immer mit viel Körpereinsatz verbunden. Und auch, muss man eins sagen, hart anbremsen ist dann schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig für den klassischen Motorradfahrer, weil die Brembos ankern schon verdammt gut. Und das merkt man auch. In vielen Situationen ist es einfach ein Tick too much, beziehungsweise muss sehr stark gegensteuern, dass der dicke Autoreifen und die zwei Reifen da vorne stabil bleiben und dass wir einfach entspannt fahren können. Da greift aber auch frühzeitig Elektronik ein. Man muss auch sagen, Grenzbereiche, die du beim Motorradfahren klassisch spürst, spürst du hier eher nicht. Die Frage ist aber trotzdem, macht es Spaß? Und das kann ich eigentlich nur mit einem fetten Grinsen beantworten, nur mit einem Ja beantworten. Das macht schon ordentlich Spaß, ist so eine Mischung aus Quadfahren und Motorradfahren. Aber am Ende sind immer die Preise entscheidend und die gibt es jetzt wie immer im Fazit. Ja, Freunde, wie viele Goldstücke müsst ihr beim Händler auf den Tisch legen, um eins dieser zwei Fahrzeuge euer eigen zu nennen? Und da muss man sagen, da geht schon einiges. Was, das braucht schon eine Schubkarre. Wir haben hier 23.099 Euro für den Spider F3, komplett ohne Zubehör. Und einmal für den Can-Am Spider RT 36.499 Euro. Was bekommen wir dafür am Ende? Die Vernunftentscheidung, würde ich jetzt fast böse behaupten. Der Ryker ist so wirklich das unvernünftige, driftige, lustige Spaßinstrument, mit dem ich einfach nur Spaß haben möchte. Die Spider Family ist so ein bisschen mehr, mit denen möchtest du einfach mal cruisen, möchtest eine Tour fahren, möchtest was erleben. Wer sollte sich jetzt mal einen Spider für eine Probefahrt ausleihen? Naja, jeder, der einen Autoführerschein hat, der kann das mal ausprobieren, kann mal schauen, wie fährt denn das eigentlich und macht einen die Motorrad- oder die freie Welt, sage ich mal, die Welt ohne Chassis rundherum, ohne hinter seiner Klimaanlage versteckt zu sein, Spaß. Das ist so der Einstieg in diese Welt und auch ein richtig spaßiger Einstieg. Die 115 PS machen richtig Laune, der Sound macht richtig Laune und ich kann nur eins sagen, ein gelungenes Fahrzeugkonzept, etwas, was man in Europa durchaus öfters sehen könnte, das würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, vergesst nicht, diesen Kanal jetzt kostenlos zu abonnieren. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und viert euch!